Heute versuchen wir aus einer einfachen Lichterkette ja sowas wie eine Girlande zu machen. Ob mir das gelingt? Schaut euch dieses Video an. Hallo, herzlich willkommen bei Verkunstet. Ja, ich habe hier eine Lichterkette und die würde ich gerne umwandeln in eine Girlande. Das habe ich letztens in einem Geschäft gesehen für viel Geld, wo ich gedacht habe, na, das müsste man doch eigentlich auch selber hinbekommen. Gesagt, getan, hier ist die Lichterkette. Schauen wir mal, wie wir das jetzt hier hinkriegen. Gehen wir mal kurz die Materialien durch, damit ihr überhaupt wisst, wie ich es mir vorstelle. Natürlich die Lichterkette. Da könnt ihr euch jetzt aussuchen, was ihr wollt. Entweder eine ganz einfache mit diesen kleinen Mikrolämmchen oder halt wie ich jetzt hier. Ich habe mir etwas mit kleinen Flöckchen ausgesucht. Ich weiß gar nicht, ob man das jetzt hier so schön erkennen kann. Dann habe ich mir überlegt, wir machen das Ganze nicht direkt an der Lichterkette, weil dann hängt das doch, glaube ich, ziemlich durch. Ich habe mir hier so ein extra dickes Sisalseil rausgesucht, also extra dick im Sinne von schon mal ein bisschen fester als das, was ich normalerweise benutze. Dann zum Verschönern neben der Lichterkette, das hatte ich halt gesehen, waren halt überall Tannenzapfen hier an der Lichterkette festgemacht. Das machen wir natürlich dann genauso. Dazu habe ich mir hier einmal entweder hier diesen ganz feinen Draht besorgt oder aber hier diesen Perlenfaden. Ich bin mir noch nicht darüber im Klaren, ob ich den hier benutze oder lieber den Draht. Momentan tendiere ich tatsächlich eher zu dem Draht, weil der sich einfach besser knoten lässt als hier. Damit kämpfe ich eigentlich immer. Aber vielleicht sagt ihr, ich habe da geschicktere Finger für, das kriege ich hin. Okay, also als erstes schneiden wir uns ein Stück hier von der Wolle mal ab, damit wir hier mit der Kette, Lichterkette gleich loslegen können. Ist wie gesagt Premiere. Ob das funktioniert, keine Ahnung. Es ist einfach eine Idee, die ich im Kopf habe, wo ich gedacht habe, ich nehme euch einfach mal mit und ihr könnt live und in Farbe erleben, ob ich scheitere oder ob es mir gelingt. Ja, das wird schon relativ lang werden, ne? So wie das ausschaut. Jupp. Mein Mann sagt auch schon jupp. Also ich glaube, ungefähr so die Länge werde ich wohl brauchen. Doch, Dickmau. So, und dann wäre jetzt der Plan, die Lichterkette hier drum herum zu wickeln. Das heißt, wir lassen uns hier ein Stück offen, weil ich will es mir ja ins Fenster nachher hängen. Müsste eigentlich reichen, ne? So fürs zum Aufhängen hier das Stück. Und dann wickeln wir das hier mal so schön drum herum. Gucken, wie viel ich jetzt da verbrenne für. Ja, guck mal, so geht das doch. So kann man eigentlich ganz schön. Jetzt machen wir es mal eben an. Ja, guck mal. Das sieht doch schon gar nicht schlecht aus. Ja, dann wickel ich jetzt mal, würde ich sagen. Ich habe jetzt die Lichterkette hier um das Seil rumgedreht. Es hat mich ein bisschen Nerven gekostet. Das muss ich jetzt ehrlich zugeben, weil irgendwie hatte ich dauernd eine Hand zu wenig. Aber nach unendlicher Mühen habe ich es jetzt dann doch endlich fertig gebracht. Hier seht ihr das fertige Produkt. Jetzt habe ich aber auch hier schon eine ganze Menge weitere Sachen hingelegt, nämlich Tannenzapfen. Die habe ich mir schon mal so ein bisschen positioniert, wo ich die gleich andrahten möchte. Ich habe mich dazu entschieden, tatsächlich hier diesen ganz dünnen Draht zu nehmen, weil der sehr schön biegsam ist und ich das dann besser auch um die Tannenzapfen herum bekomme. Während ich mir die Zapfen hier schon zurechtgelegt hatte, war mir noch der Gedanke gekommen, ob es vielleicht nett aussehen würde, noch so einen kleinen Farbtupfer reinzubringen. Für mich war jetzt so der Gedanke, vielleicht hier diese getrockneten Orangenscheiben mit reinzunehmen, weil dann habe ich auch so ein bisschen weihnachtlichen Duft. Das fände ich ganz schön. Ich habe meinen Mann gefragt, was er denn meint. Er meinte, ja, ja, das sieht ganz gut aus. Also werde ich auch die dran machen. Mit euch zusammen mache ich jetzt mal einen Probeschlag, damit ihr seht, wie ich es hier ranbekomme. Ich schneide mir mal jetzt hier so ein Stück ab. Wahrscheinlich viel zu viel, aber egal. Wir gucken jetzt erstmal.
Ihr seht, er ist wirklich ganz, ganz dünn. Den kriegt er auch in jedem Bastelladen. Also das ist jetzt kein Problem. Und dann würde ich eigentlich gerne hier so unten drunter gehen wollen. Hier oben hoch. Das so ein bisschen zwirbeln. Und dann, jetzt muss ich mal eben gucken, wo bin ich? Das Ganze hier relativ nah auch drumherum liegen. Das ein bisschen rumzwirbeln, dass es nachher gut sitzt. Und ein bisschen festziehen, hält. Und das, was zu viel ist, das schneide ich dann hier einmal ab. Fertig. Das wäre jetzt das, was ich mit dem Zapfen machen würde. Für die Scheibe hatte ich mir überlegt, da reicht es ja eigentlich, wenn ihr jetzt mal hier schaut, es ist ja relativ porös. Und da das hier so eigentlich ein feiner Draht ist, kann ich doch hier relativ gut durchstechen. Also würde ich jetzt hier einmal eng zwirbeln und dann auch hier wohl, wie mache ich ein bisschen länger, mir dann die Scheibe festdrehen. Also so, wie ich das hier beim Zapfen auch gemacht habe. Für die, die jetzt sagen, der Draht. Natürlich könnt ihr auch diesen Perlfaden nehmen, kein Problem. Wenn ihr den zu Hause habt, nehmt auch den. Für mich ist es halt ein bisschen schwierig, den zu binden. Vielleicht habt ihr einen Trick, wie es einfacher geht, dann verratet mir den gerne. Ich bin da ein bisschen, ja, glaube ich, zu unmotorisch für, kriege ich nicht gut genug mit hin. Ja, also ich werde jetzt hier mal ein bisschen fädeln und dann sehen wir uns wieder, wenn ich fertig bin. Ja, mal nun das gute Stück liegen. Ich bin mega zufrieden und vor allem schade, dass ihr nicht riechen könnt, wie gut das jetzt hier duftet. Die Zitronenscheiben, wollte ich schon sagen. Die Orangenscheiben, das riecht so richtig schon so winterlich, stimmt mich schon so ein bisschen auf die kommende Zeit ein. Und wenn wir jetzt noch das Licht dazu anmachen, für euch jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen zu hell das Ganze, aber das stelle ich mir schon so richtig schön vor, wenn ich mir das bei uns ins Fenster reinhängen werde. Ich hoffe, euch hat diese kleine Idee gefallen. Die ist wirklich super einfach und schnell selber gemacht. Ihr müsst ein bisschen Geduld aufbringen hier beim Auffördeln des, ja, der Zapfen und hier der Scheiben. Aber ich finde, wenn man sich eine Tasse Kaffee oder einen Tee dazu nimmt, dann ist das eine coole Sache. Ja, gebt dem gerne einen Daumen rauf, abonniert den Kanal, wenn ihr das nicht schon gemacht habt. Ja, betätigt einmal die Glocke, damit ihr nicht verpasst, wenn wir hier das nächste Video hochladen. Und für euch geht es dann hierhin weiter mit dem nächsten DIY. Und ich freue mich auf nächste Woche Dienstag, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dahin, tschüss zusammen.